Servus und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, die letzte Folge war ein bisschen verwirrend. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall komplett schlau gemacht. Es gibt einen Weg, dass man in Mutters Wacht reinkommen. Ja. Müsste man aber glitschen. Finde ich aber nicht cool. Aber ansonsten haben wir mir auch noch im Verlauf der Story-Zeit, dass wir da nochmal reinkommen. Also, das heißt, wir spielen jetzt ganz normal Story weiter und wir kommen an unser Ziel. Ihr werdet sehen, das ist alles kein Stress. Ne? So, jetzt müssen wir aber natürlich trotzdem erstmal dahin, wo wir vorher schon mal waren. Das darf man wieder hier. Da kommen wir noch nicht hier. Okay, müssen wir zu der Karte. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber wir kriegen diese Energiezelle und wir kriegen auch noch die andere Energiezelle. Das sind die zwei, was uns nur fehlen. Ne? Und das sind jetzt eigentlich, kriegen wir beides bei zwei Hauptmissionen. Ne? Soll ja anscheinend auch ein bisschen so sein, dass man das eher so zum Schluss kriegt. Weil die soll ziemlich übermächtig sein. Dieses Outfit. Von dem her, ja. Halt, apropos Outfit. Ich sollte mal jetzt schon wieder was anderes anziehen. Ja, das ist ganz gut. So. Also habe ich mir eigentlich umsonst einen Stress gemacht, aber vorsichtshalber schauen wir dann doch lieber, ne? Man weiß ja nie. Ich werde später wiederkommen. Diese Frau hat gesagt, ich soll sie bei einem grünen Zelt unten im Lager treffen. Vielleicht lohnt sich ein Besuch. Bullshit, das haben wir schon. Bullshit. Wir haben sie überlebt. Okay, krass. Also, wir können jetzt auf jeden Fall weitermachen. Let's go. Wir sind zwar schon Richtung Ende unterwegs, aber noch nicht ganz am Ende. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür. Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Oh oh. Man kann nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Ihr seid aber so viel zu lernen und so wenig Zeit. Solche Zicken, die beiden. Okay. Erkunde die Project Zero Dawn. Entspannt, hey, was das ist. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Okay, was ist Zero Dawn? Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Schaut auf jeden Fall übel aus. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Lecker, lecker Stalagmiten. Lecker, 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 lecker.
Der feinsten Sorte. Mm. Schalldämmung. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Okay. Also die meinen jetzt immer nur, dass sie Elisabeth Sobeck bin, ne? Na dann. Was? Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Was ist denn? Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für Sie zu gewinnen, damit Sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elisabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Wow. Doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elisabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Okay, schauen wir mal, wie hat's das jetzt wohl hingebracht? Wie gesagt, ich glaube immer nur, keine Falten. Ahnung. Sie sind reingekommen, durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Ich glaube immer nur, dass die... Was ist das hier? Ein Grab? Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht dass nur, die klonen sich irgendwie. Auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst? Jahrtausende der Evolution verflüssigt? Das Wunder des Lebens wird zu blutigem Biotreibstoff. Das hat kurz gesagt. Ich wurde getroffen. Pharaoh, dieses Arschloch. Der hier. Das werde ich morgen noch spielen. Sagt sie ihm, dass Tom Paik mit ihm reden will. Gut. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Entschuldigung. Das kam zu schnell. Das konnte ich nicht mehr verhindern, den Husterer.
mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht... Aber jetzt einiges Doktor? An so Dingen, hä? Huh? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich. Ich war 2051 beim CCG East Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren. Wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet. Langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Naja, gut. Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, das passiert dass recht früh. Ich will jetzt einfach, du hast ja so diese Nebendinger, die sind mir gerade echt wurscht. Ich mag jetzt wissen, was Sache ist. Wiedergabe wird eingeleitet. Ich mag wissen, warum wir mir doch nur da sind. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt und am wichtigsten von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen und Gaia, gibt es noch eine Zukunft? Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Boah, also, sagen wir einfach nur erschaffen worden. Erde vernichtet und dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeths Werk. Dass ich mal ganz schnell auf die normale Karten gehe. Die Markierung wegmache. Für uns. Aber wieso dann Hades?
Wenn er ein Teil von Gaia war, wie landete er im Wrack eines Pharaoh-Roboters? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Wissensarchiv, was ist damit? Und Hephaestus übernahm Cyan. Genau. Ich bin genauso verwirrt. Vielleicht finden wir noch Antworten. Ja, okay. Wird's langsam, gibt euch ein bisschen Sinn, ne? Das heißt, Projekt Zero Dawn war sozusagen der Neuanfang. Alles ist gestorben und dann hat's einfach erstmal Ruhe Zeit gegeben, dass sie alles wieder neu entwickeln kann. Ja, ist schon interessant, hey. Eindringling, schnappt sie! Egal was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Oh, das waren 3 Stück. Ich habe mit ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. Gibt es noch einen anderen Weg? In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn, er ist mit Leidenschaft dabei, er ist heißblütig. Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben, im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch. Noch so eins. Der Berater meinte, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die... Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schick ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Okay, dann müssen wir da jetzt auf jeden Fall alles rüberbringen. Unten rechts nochmal. Unten und rechts. Und jetzt brauche ich doch noch die Nummer 2. Ich sollte die Tür da überprüfen. So, pass auf. Diese Tür. Müsste jetzt eigentlich gehen, ne? So, dann nochmal schnell ein paar Bilder zusammenklauben. So, vielleicht finde ich da jetzt auch noch so eine Energiezelle. Also zumindest für hier. Die Energiezelle für das Outfit werde ich wahrscheinlich noch nicht kriegen. Na also, sieht intakt aus. Come on. Okay, let's go. Wird das so ein gibt, ne? Das sollte gehen. Also. Mal auf mit der Tür. Oben passt. Jetzt nach unten. Dann nach rechts und dann nach oben. Das war's. Oder stimmt das so irgendwas nicht? Ach, das ist verkehrt rum. Es wird gerade verkehrt rum, und sagt. Also einfach einmal genau ins Gegenüberliegende. Das wäre gerade verkehrt rum, Mut sagt. So. Und hier. Ah, nicht. Unten. Ach so. Unten links. Ach, da habe ich irgendwie falsch gemacht. Ups. Links. Oben. Rechts, da war ich komplett falsch. Das war's. Jetzt hat. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Okay.
Schauen wir mal. Oh. Wie sind die da reingekommen? Eclipse, sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Wie? Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? Wahrscheinlich von oben. So viel zu vermeide jeden Kontakt. Oh na. Geht nur weiter. Ups. Die Luft ist rein. Jetzt aber. Im Moment jedenfalls. Heieiei. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Na. Okay, Gaia ist ja sozusagen die Mutter Natur als KI. Ist auch krass, ne? Vor allem, wenn man das jetzt so überlegt, heutzutage, war das alles so nicht möglich, dass sie das sozusagen, dass man mir die Natur steuern kann. Also, das funktioniert nicht. Ja, also, im Grunde steuern ja mir die Natur und danach steuert sie sich selber. Crazy. Ich bin Margo Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Der ist es. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also sie werden bemerkt haben, dass sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds. Der den Hammer ja. Kodiert als Software. Ja. Virtuelle Kreativität in Reinform. Depp ist er. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Wenn Hephaestus Teil eines Systems zur Lebenserhaltung war, warum baut er dann mit Cyan die Brutstätte? Und warum stellte er Maschinen her, die nichts als töten können? Irgendwie wurde er bösartig. Ich weiß nicht, wie oder warum. Wie auch immer, das erklärt, warum die Maschinen in den letzten Jahren immer gefährlicher geworden sind. Genau, also da muss irgendwo ein Fehler in diesem System sein. Ja, das ist ja eben das Schlimme an so einer KI, ne? Also eine KI kann super sein, wenn sie immer selber dazu lernt, aber die kann sich auch schlechte Seiten aneignen, ne? Tja. Wie wir Menschen halt auch, ne? Nicht hier. Also ich werde jetzt nicht alles abhören, weil du wärst ja gar nicht fertig bei so viel Hintergrundwissen. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wer kommt mehr Eclipse? Sei vorsichtig.
Das war der Sand schon wieder. Will ich die nicht einfach umnazen? So. Okay. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne. Für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Krass. Okay. Da kommen wir nicht durch. So, dann sind da jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Gegner. Ja, hat's Updates gegeben, ne? Kommt Solly her. Die Sonne kann dich jetzt nicht machen. Das war der letzte. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Wieder allein. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Naja, zumindest nicht viel. Schauen wir mal dann auf, ob wir irgendwas finden. Jetzt haben wir noch. Sich. Oh. Das war ja beinahe reingeflogen. Was haben wir denn hier? Ja, das Geständnis. Dr. Okay. Sobeck, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt?
Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser Elisabeth zukünftigen sagte, Welt sind, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Genau, ich das war ganz am Anfang. Büro durchsuchen. Ah, und dann kommen wir nein in den Berg, ne? Deswegen kommen wir dann auch wieder zurück zu dem Berg. Warum wurde irgendetwas aufbewahrt? Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. Alles klar. Ja, dann schauen wir mal, dass wir... Ich glaube, wir sind jetzt auch schon ziemlich nah an dem Büro dran. Wir müssen auf jeden Fall so ein Bauteil finden, dass wir im Mutterberg reinkommen. Ne? Das werden wir dann rausfinden. Es tut mir jetzt halt echt leid, in solchen Ruinen treibt jetzt natürlich gerade diese Story extrem voran. Sprich mit allen möglichen Textsteinen und was weiß ich. Also wer da Bock hat, kann sich das gerne einmal selber noch geben. Ein bisschen über die Hintergrundgeschichte erfahren, aber... Na, da wären wir nicht mehr fertig. Da wären wir echt nicht mehr fertig, wenn wir da auch noch alles durchlesen. Aber wir sehen uns zur nächsten Folge, wo wir dann auf jeden Fall ein bisschen ne, Fortschritt machen. Definitiv. Von dem her sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Habi die Eri.